Hallo, 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 hier ist wieder Schucki Manucki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 22. Dezember und Jenner hier, der so vergriffen guckt, das ist Daniel. Und ich bin der Sashi. Ja, schön gestottert. Ja, am 22. Dezember haben wir auch ein Geburtstagskind, das zu erwähnen wäre. Ralph Fine. Ralph Fiennes? Mhm. Heißt er nicht Fiennes? Fiennes. 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 Ja, ja. Britischer Schauspieler, bekannt aus Schindlers Liste. Richtig gut auch. Ja, der englische Patient. Ja. Oder auch, wo nicht wahrscheinlich jeder kennt, Lord Voldemort von Harry Potter. Ich nicht. Ja. Kennst du nicht? Ich bin kein Harry Potter-Mensch. Ja. Geboren in Ipswich, Suffolk in England. Ipswich. Ipswich. Da, wo auch das Ips-Heft erfunden worden ist. Ja, richtig. Ja. Ja. Die wollten ja früher, die wollten ja bei dem Ips-Heft am Anfang auch wirklich so eine Hexe reinbringen. Okay. Wegen Ipswich. Ne? Okay. Und dann haben sie es aber gelassen, weil sie gedacht haben, nee, das wäre jetzt zu, der Witz ist zu Banane. Ja, ja, nee, ja, klar. Und dann haben sie gesagt, nee, den Witz, den schenken wir. War der irgendwie mit dir verwandt, dem das eingefallen ist? Nee, die haben gesagt, den Witz, den gehen wir weiter an Schoki Banoki, die können den machen. Ja, okay. Ja, dann passt es wieder. Ja. 22. Dezember 1965 kam auch ein Film in die Kinos, Premiere von Dr. Zhivago in New York. Oh, wow. Ja. Kennst du Dr. Zhivago? Nee. Nicht, nie gesehen? Ja, schon, aber... Omar Sharif, ja. Geraldine Chaplin, Rod Steiger, Alec Guinness, Dr. Zhivago! Omar Sharif? Ist Omar eigentlich Sharif bekannt, ob seine Frau Opa Sharif heißt? Oder? Ja, er hätte ja sein können. Ja, genau. Mhm. Ja, als er, als seine Tochter Kinder bekommen hat, ja, da wurde, ist er gefragt worden, sagt, bist du jetzt Oma oder Opa? Ja, klar. Nee, nee, ist klar. Ja, genau. Ich wollte nur mal auf diesen bescheuerten Zug aufspringen, den du da irgendwie dann in Gang gebracht hast. Ja. 22. Dezember, was war da noch an dem Tag? Daniel, komm, hau raus. 22. Dezember, nach meinen Unterlagen war da sonst nichts mehr. Echt, gar nichts mehr? Nee. Ist ja ein Ding. Aber ich habe hier noch, ich habe einen Hit, der an dem Tag Nummer 1 wurde und für 4 Wochen Nummer 1 war. Das heißt, ins neue Jahr hinein. The Bangles. With, sag ich schon, guck mal auf Englisch. Ne? Oh, with Manic Monday, Walk Like an Egyptian. Okay. Ja, dieses Biu, 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 Egyptian. Kannst du? Du, kannst, du bist ja so ein bisschen Tänzer, ne? Sowieso. Ja. Du machst doch, hast du nicht mal Salsa gemacht oder so? Lambada. Lambada? Hm? Ja, das war's doch. Hm. Ja. Schala Brusica, oder wie? Weiß nicht, was sie singen. Ja, so irgendein Scheiß-Singen. So ein Scheiß-Singen. Ja, das, ja, das ist ja schon Asbach, das war in den 90ern. Das war. Da war da, in den 90ern warst du schon 40, oder? Da war ich, gut, ich war auch der Erste, der in der 3. Klasse rauchen konnte. Ja, genau. Mit 18 halt. Ja, ja, aber du warst berechtigt zu rauchen. Ja, du. Ich sag ja, mit 18 ja. Ja. Das war der 22. Dezember. Übermorgen haben wir Weihnachten, so eine Scheiße. Ich habe noch keine Geschenke, aber ist ja wurscht. Ich hab's dir gesagt, ich hab's dir gesagt. Ja, naja, ich hab noch 2 Tage Zeit. Macht euch keine Sorgen. Cheerio, bis Sophie, bis morgen.